Ich hab dich so vermisst. Und ich dich erst, kleiner Hüpfer. Oh, und da ist der Spot. Komm her zu uns. Was schreibt ihr? Was ist mit deinen Haaren passiert? Was soll damit sein? Du hast da eine weiße Strähne. Echt? Wie das? Das waren die Honigtauzecken. Was ist mit der Botschaft? Erstmal entschlüsseln. Janus hat sie mal wieder mit Zitronenschrift geschrieben. Nein, warte. Vielleicht diesmal mit Wachs. Und was machen wir jetzt? Wir müssen den Spiegel finden, um hier rauszukommen. Aber warum denn so schnell? Ist doch schön hier. Spot ist da und bestimmt treffen wir bald auch Sedgwick. Oh, ich liebe Sedgwick. Er sieht bestimmt genauso aus wie du, nur mit einer lustigen Mütze. Sedgwick kann nicht auftauchen, weil ich ja da bin, Rini. Ich war Sedgwick, das weißt du doch. Aber Silence ohne Sedgwick? Das gibt's doch gar nicht. Ich mag Silence. Ich wollte immer schon mal hierher. Das dachte ich mir schon. Okay, gut. Ich glaube, das wäre doch ein bisschen zu harsch. Ich weiß noch nicht, warum es leicht laggt. Also eigentlich... Aber egal. Erstmal hallo und willkommen zurück zu Silence. Okay, gut. Dann ist die Botschaft doch nicht nichts. Also anscheinend eine Geheimschrift. Das ist dann wieder vollkommen okay für mich. Ich dachte schon, sie wäre jetzt irgendwie so voll sad. Oh nein, da steht nichts drauf, aber ich lasse mir nichts anmerken. Und dann sieht er es und dann... Ach Mann. Und dann die Frage, ob das genug wert war oder nicht. Und falls ihr nicht wisst, weil ich gerade rede, weil die vorherige Folge nicht angesehen habt, schaut sie euch an. Wir wollten ihr ja, also Kira, keine Angst machen mit der Strähne. Aber jetzt wird anscheinend doch was dazu erwähnt. Er hat ja leicht erschrocken gewirkt, aber wieso hat er bei dem Vogel dazu nichts gesagt? Da hätte er das doch schon ansprechen können. Aber hey. Okay, du wartest ganz lange auf mich? Ich sag dir jetzt, was das für eine Welt ist. Aber du weißt, was Silence für eine Welt ist? Eine Traumwelt? Ein Übergang zwischen Leben und Tod. Auf welcher Seite wollen wir aufwachen? Wenn wir leben wollen, dann müssen wir den Spiegel zerschlagen und hier raus. Rini, egal was dir jemand anderes erzählt oder was auch immer passieren mag, das Wichtigste für uns ist, hier herauszukommen. Weißt du noch, wie Sedgwick das gemacht hat? Den Spiegel zerschlagen. Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Ach Mann, ich... Wir können doch nur... Beziehungsweise sie... Ich glaube, genauso würde ich mich gerade fühlen, wenn ich er wäre. Würde ich jetzt überlegen. Ach Mann. Ihr könnt mir eher helfen, wenn ich es ehrlich versuche, aber... Werden die mich ernst nehmen oder werden sie sich denken, yo, yo, yo? Obwohl, die Frage ist, wie ernst nehmen die selbst ihre Welt? Ich denke mal, die selbst denken, dass ihre Welt das Echte ist. Aber sie kennen doch hier eindeutig dieses Mystische, dieses Magische, dieses Überdimensionale, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel Kira wäre, oder Samuel, würde ich dann alles in dieser Welt genauso selbstverständlich sehen wie hier bei uns auf der Erde? Bei uns sagen wir ja, dass Magie etwas ist, was nicht wirklich existent ist, oder beziehungsweise der Mensch kann nicht einfach von nichts heraus jetzt aufstehen und fliegen. Und hier wäre es vielleicht doch eine Möglichkeit. Hier gibt es diese Honigtauzecken. Wären die für die nicht schon wieder was komplett Normales? Das heißt, wenn wir denen das jetzt erzählen und das für uns hier auch so wirkt wie, ja, hier die Story mit der Schneekönigin, das war. Und mit einem Spiegel und dem ganzen Shit. Wie ernst würden die das dann nehmen? Von dem im Thronsaal. Weißt du, wie man zum Thronsaal kommt? Von hier aus nicht. Aber ich weiß, er liegt hoch oben. Man kommt da mit einer Lok hin, die auf Luftschienen fährt. Hört auf zu flüstern, wir reden doch auch echt. Woher weißt du von dem Spiegel? Ich habe ihn kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Genau! Hört auf zu flüstern. Böse. Es stimmt. Hey, kommt schon. Hört auf mit dem Getuschel. Redet laut.
Vergiss den Verrückten, der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören! Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht so richtig. Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rini, leg die Pistole zurück. Ja, her damit! Lasst sie in Ruhe! Komm her, kleiner Hüpfer. Tut mir leid. Ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse? Und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janus und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janus kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Haben die das nicht gerade mitgehört? Und denken sich jetzt vielleicht so, vielleicht ist er nicht verrückt? Oder die reden sich das extra ein? Schlaf, kleiner Hüpfer. Und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind... wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander? So treffen wir uns im Ozean. Ach. Rede noch leiser. So treffen wir uns im Ozean? Hä? Was? Aber hey, da war ich mir bisher auch nicht sicher, ob sie Geschwister waren. Aber er hat gerade Papa gesagt. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Und wenn nicht? Das ist unsere einzige Chance. Und die reden auch leise. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Merkwürdige Statuen. Stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Nette Babys. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Ich wünschte, es hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Das knistert schön, was? Ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Und wenn nicht? Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Aha. Oh cool, wir liegen in einer Hand. Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken... das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. PS, der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Stinkt schlimmer als was? Vielleicht steht da noch mehr. Du hast gerade irgendein Insider-Stück rausgefunden. Okay, ich glaube, mehr gibt's hier gerade nicht. Das heißt, wir können nur mit den beiden reden? Von mir aus, dann erstmal mit der netteren Person. Wer ist Janus überhaupt? Ein guter Freund. Mensch, das hilft ja schon fast. Das mit dem Herzschlag im Rücken verstehe ich nicht. Das ist eine Umkehrung. Vielleicht ist ja auch ein echter Herzschlag gemeint von jemandem, der hinter einem steht. Das ist ganz sicher eine Umkehrung. Mit dem Untergang muss nicht unbedingt die Sonne gemeint sein. Was denn sonst? Zum Beispiel Kalimar? Kalimar? Kalimar geht nicht unter. Nicht solange wir am Leben sind. Ich habe die Welt schon mal zum Untergang gebracht. Keine Sorge, Mädel, das kriege ich noch mal hin. Dieser Abgrund könnte ja auch metaphorisch gemeint sein. So als innerer Abgrund. Vielleicht meint Janus ein Ort, an dem man sich an jemanden erinnert, den man geliebt hat. Vom Honigbaum kommen wir doch gerade. Wenn Janus dort gewesen wäre, dann hätten wir ihn doch gesehen. Was ist mit dem Heiligen Gral gemeint?
Ein wundersamer, heilsamer Gegenstand, der ewige Lebenskraft verspricht. Diese falsche Königin. Meint ihr euch selbst, Eure Majestät? Was ist nun? Lasst uns losgehen. Gar keine so schlechte Idee. Also mit mir selbst. Dann holen wir schnell Janus. Komm, darauf! Nein, da lang. Glaub mir, darauf. Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Hey, die Wolken im Hintergrund sahen gerade voll aus wie in dem ersten The Whispered World Teil. Ich wollte da gar nicht lang. Ich habe nur gedacht, da wäre irgendwas Besonderes. Oder ich würde wieder zurück zum Camp kommen. Ich wollte noch gar nicht direkt weg. Oh. Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor. Waren wir hier schon mal? Im ersten Teil? Ideales Versteck für Tiere. Sag ich doch. Auch ein Mops. Oder ein Kettenhund. Hä? Ist es Mario? Falsches Spiel. Janus den da versteckt hat? Und hier? Hey! Ah, sowas schon wieder. Du mich auch. Achso, sonst ist ja nichts. Ich bringe Rini lieber keine Kerne mit. Das letzte Mal ist sie fast daran erstickt. Oh. Da fließt schon lange kein Wasser mehr durch. Schade. Der Weg da deutet doch genau in die Richtung, dass Wasser darunter fließen kann. Das hier ist ein nicht öffnenbares Tor. Schiebetür. Wenn ich hier hinlaufe, verändert sich dann der Baum noch mal ein bisschen. Ah ja. Kleine Öffnung. Gehst du da schon so rein? Rini würde da bestimmt reinkrabbeln. Ihr wäre es egal, ob da Spinnen drin sind oder anderes Ungeziefer. Kaum zu glauben, dass wir die gleichen Gene haben. So, kann ich dich irgendwie ziehen? Hey, die lässt sich schieben! Ah. Oh nein. Musst du wieder zugehen? Oh. So viel zu, wir könnten nochmal zurückgehen. Ja, okay. Oh, gut durchlüftet das Gemäuer. Hoffentlich wartet die Decke noch ein bisschen mit dem Einsturz. Horus, das Zeichen von Janus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche eine Leiter. Kannst du jetzt auch da wieder durchgehen? Oder hier? Manchmal ist ein Riss einfach nur ein Riss. Manchmal ist deine... Okay. Hätte ja sein können, dass es ein besonderer Riss ist. Der Bolzen vom Fenster könnte auch eine Sprosse sein. Mhm. Okay. Der Bolzen hält die Lampe oben. Mir egal, ich brauche ihn als Sprosse. Oh. Wow, eine Riesenblüte. Und voller Pollen, auf die ich bestimmt allergisch reagiere. Nicht einatmen, nicht einatmen. Oh, das riecht aber gut. Oh nein. Super riecht das. Das Ding ist eine Schlange. Wieso ist das eine Schlange, verdammt? Weil das hier Silence ist. Und jetzt such die beiden restlichen Schlangen zusammen. Es müssen drei sein. Hm? Hallo? Ist da jemand? Nein, niemand. Hm. Das ist alles nur in meinem Kopf. Nur in meinem Kopf.
Wow. Natürlich. Natürlich stehst du gerade nicht unter Drogen. Die müsste mal wieder gegossen werden. Ah, hier könnte ich die drei Sprossen reintun. Das sind Instrumente. Eine Laute, eine Panflöte, eine Triangel. Hier steht was. Alisso. Das klingt doch gut. Die könnte bestimmt etwas Sonne vertragen. Ja, dann nimm sie doch mal weg. Und tu sie woanders hin. Dann? Jemand anderes könnte sich damit vielleicht auf die Plattform schwingen. Das ist die zweite Sprosse. Oh, Licht. Yay. Oh nein, wir benebeln uns noch mehr. Ja, genau. Unglaublich. Alles klar, darf ich da auch rausgehen? Wie warm sich eingebildete Sonnenstrahlen doch anfühlen können. Schon komisch. Eben hat es noch geschneit, es war kalt und dunkel. Und nun stehe ich hier im warmen Sonnenlicht des Herbstwaldes. Achso, er meint in der richtigen Welt, stimmt. Da war ja Schnee. Oh, wie nett, dass ich das Ding nicht nochmal öffnen muss. So, schauen wir uns mal das hier an. Du klingst auch gut. So, vertrocknet. Da ist Wasser drauf. Wie machen wir das mit dem Riss? Hätte ich gesagt. Hier gibt es ja sonst nichts zum... Okay, hier gibt es eine ganze Menge zum Interagieren. Aber wahrscheinlich gerade nichts, was mir hilft. Nee, wenn, dann habe ich da schon alles ausprobiert. Obwohl, hier. Achso, das ist nur hinaus. Von hier aus ist das Loch auch nicht viel größer. Oh, du kommst wieder raus? Naja, immerhin. Okay, Tür. Oder Fensterladen. Okay. Passt genau. Ja, was möchtest du tun? Ich kann nur hoffen, dass der Fensterladen nicht zu marode ist. Und der Hund wirklich aus Stein. Fast wie im Zirkus. Oh. Hä? Wieso kommt da jetzt Wasser raus? Ah. Verdammt, schon wieder! Hey, ich habe genau ins Fenster getroffen. Ich kann werfen.
Oh wow. Das ist also eine Dopingblume. Okay, was ist das jetzt? Alles klar, Junge. Du bist ganz schön benebelt. Verdammt, jetzt brauche ich wieder Platz, ey. Zack. Noch nicht umkippen. Ich muss nur mal kurz was einstellen. Laute Triangel. Hier muss abends die Post abgegangen sein. Was? Oh nein. Ja! Nicht bewegen. Brave Schlangen. Gleich könnt ihr euch wieder nach Herzenslust winden. Aber erst, wenn ich oben bin. Da ist Janus Vogel. Ja, los, komm. Hoch. Schnell rauf. Tada! Dahinter geht's den höchsten Berg hinauf. Wenn ich richtig liege, ist das die Stelle, von wo aus der Abgrund nicht tiefer sein kann. Ah, ist voll klug. Kaum zu glauben, wie das zieht. Da kann man sich ja den Tod holen. Gleich noch ein bisschen weiter aufmachen. Zumachen. Frische Luft hat noch keinem geschadet. Außer Sadwick. Achso, jetzt machst du es wieder auf. Kaum zu glauben, gleich noch ein bisschen. Okay. Ich habe nur auf geheime Dialoge gehofft. Kein Ding. So. Schöne Drogenpflanzen hier. Können wir endlich weggehen. Sind wir jetzt auf der richtigen Seite? Hätten wir auch die andere lang gehen können? Ach man, das macht mich gerade traurig. Point-and-Click-Games sollen linear sein. Ah. Oh Gott, mein Schädel brummt. Oh, wieso hab ich so einen mordsmäßigen Krater? Kater. Was zum... Was stand nochmal in der Botschaft? Vom Camp aus am Krater vorbei. Janus kann nicht mehr weit sein. Oh Gott. Da ist ein Stein mit Gesicht. Sind die Dinger irgendwie Secrets? Ein Spiel voller Bugs. Ah, okay, sind sie echt. Cool. Samuel wird schon gut auf Rini aufpassen. Besser sie ruht sich aus, während ich der Gefahr ins Auge sehe. Okay. Gibt's da auch nicht mehr? Dann könnte ich hier irgendwie weitergehen. Obwohl es so aussieht, als wenn ich da oben weiter muss. Oh, Verbrennungsgefahr. Was die Erde hier wohl aufgerissen hat? Oh, nein. Da. Der Stein da sieht aus wie jemand, den ich mal gekannt habe. Ralf? Nein, doch nicht. Hä? Huh? Ein Stein von vielen. Ein Stein von... Geh doch mal zu Ralf. Mann, die Typen haben mich gekillt, als ich in der Whispered World war. Was, gehe ich jetzt einfach weiter? Anscheinend. Okay, gut. Dann so viel dazu. So. Oh-oh. Genau, weitergehen. Definitiv. Gibst du die zwei Wege? Schnell weg! Ein Stein!
möchte da schon serious angehen. Ich möchte jetzt nicht einfach nur weitergehen, um zu gucken, was passiert. Verdammt, Rini! Irgendwas ist passiert. Ich muss zurück. Hm? Wie jetzt? Was? Hä? Weil da so ein Steinchen runterfliegt oder was? Oder ist das dein mütterlicher Sinn? Natürlich darf ich mich umsehen. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Sie ist aber leer, oder? Aus wie Sedwicks Mütze. Noah wird sie ganz bestimmt nicht aufsetzen wollen. Schade eigentlich. Noah ist toll, aber Sedwick ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Eine Spieluhr. Wie schön. Boah. Ist das nicht so eine Bombe? Das ist aber nicht eine Bombe, oder? Oh Gott. Wie war das eben mit dem Ernstspielen? Ich möchte sehr gerne dran ziehen. Ach komm. Ach komm, Leute, bitte. Bitte, bitte, ich möchte wissen, was passiert. Oh. Hä? Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob man überhaupt schießen kann? Nein. Finde es nicht. Ich habe Rechtsklick gemacht, nicht Linksklick. Oh. Okay, gut. So passiert das also. Alles klar. Aber ich. Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Ja. Oh, Rini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat, und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Ja. Hört ihr mich gar nicht? Mr. Krabs, ich hab ne Idee. Nee, nicht laut. Laut ist nicht gut in einem Wald mit Suchern. Sucher sehen mich nicht. Das weiß ich ganz genau. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Aber er hat mich auch nicht gehört. Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Abdecken brauchen wir es gar nicht. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Du hörst mich auch nicht. Okay, dann lass die zwei da mal diskutieren. Finde ich soweit ganz in Ordnung. Wahrscheinlich jetzt. Oh shit. Eine viel zu lange Folge? Huch. Aber okay, gut. Ihr habt wieder was sehen können. Ich fand die Folge ganz cool. Oder beziehungsweise nicht die Folge, sondern was wir erlebt haben. Ach man, jetzt hätte mich wirklich interessiert. Hätte ich auch dahin gehen können? Oh, ich darf. Oh mein Gott, ich darf alleine vorgehen. Ja. Nach dem Motto, lass die zwei diskutieren, ich gehe dahin. Das lasse ich besser. Ah, ich würde schon sagen, aber wir können noch weiter gucken. Spieluhr. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Ich habe keine Zeit. Oh. Ach man. Ich will doch sie, Kritz. Aber okay. Dann. Ja. Rini hat auch keinen Bock, mit denen zu reden. Kann ich nachvollziehen. Alles klar, dann gehen wir das nächste Mal da runter.
und machen das auf unsere Art und Weise. Oder wahrscheinlich machen wir irgendwas falsch und dann kommen die wieder und dann helfen die uns, aber egal. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.